Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Miknaufs Delia. Ich lese natürlich jeden Tag nicht nur Berichte über Aktien, sondern natürlich auch mal so manche Statistik. Und da interessiert mich doch immer, was das DAI, das Deutsche Aktieninstitut, so an neuesten Zahlen gerade zu den Aktionären und vor allen Dingen halt eben zum Benehmen der Aktionäre halt eben hier in Deutschland sagt. Ja, die Chefin, die aktuelle Frau Dr. Christine Bortenlänger, die kennt ihr Geschäft alleine schon daher, dass sie früher einmal Chefin der Börse in München war. Und ja, jetzt hat sie das Deutsche Aktieninstitut unter sich. Und die neueste Statistik hat mich persönlich sehr gefreut und vor allen Dingen sehr bestärkt. Und die möchte ich auch gerne mal an Sie weitergeben. Also die Aktionäre in Deutschland werden immer jünger. Das ist schon mal Nummer eins, was mich sehr, sehr positiv gestimmt hat. Zum anderen scheint man tatsächlich auch auf das zu setzen, was ich Ihnen ja immer wieder predige. Das heißt langfristiger Vermögensaufbau. Das heißt, durch die Kursturbulenzen, die müssen Sie aushalten und da dürfen Sie auch keinerlei Ängste und Befürchtungen haben, weil der Markt geht halt immer mal rauf und mal runter und da direkt aus Panik zu verkaufen. Damit schenken Sie und verschenken Sie natürlich ganz klar auch Performance. Und somit kann man sagen, laut Statistik des DAI ist die Zahl der Aktionäre im Jahr 2016 zumindest mal stabil geblieben. Gut, wir wissen alle, dass da freilich noch viel, viel Luft nach oben drin ist. Aber wir wissen auch, dass die Deutschen und Aktien, naja, da scheint man dann doch eher ein gebranntes Kind zu sein. Ich meine, wir haben gerade mal eine Aktionärsquote mit 14%. Aber man muss natürlich auch sagen, wir hatten natürlich die großen Jahre 2000, 2001 und vor allen Dingen 2008, wo der Markt dann massiv nach unten gefallen ist, wo der neue Markt 2000, 2001 eingebrochen ist, die New Economy natürlich eine Blase hatte und da haben sich natürlich viele, viele Aktionäre seinerzeit verschrecken lassen. Aber, meine Damen und meine Herren, das was ich Ihnen immer wieder natürlich auch sage, die anhaltenden Niedrigzinsen, ja, die müssen Sie nutzen. Sie müssen die Chancen der Aktienanlage für Ihren Vermögensaufbau und für Ihre Altersvorsorge frühzeitig jetzt schon in die Hand nehmen und selber planen. Denn ansonsten wird es keiner tun, meine Damen und Herren. Naja, und wenn wir jetzt mal schauen, halt eben Jahresdurchschnitt 2016 hatten wir also Aktionäre im Rahmen von an die 9 Millionen, die da tatsächlich am Aktienmarkt partizipiert waren. Okay, im Jahr 2001, das war halt eben der neue Markt seiner Zeit, da war halt eben ganz klar, naja, die Aktienkultur, ja, zumindest noch etwas von den Zahlen der Aktionäre höher. Da lag man seinerzeit bei 13 Millionen Aktionäre. Ja gut, da haben wir natürlich ein paar verständlicherweise durch halt eben die Platzen der Blase der New Economy verloren und 2008 nochmal welche verloren. Und das Thema Volksaktie seinerzeit, Telekom, ganz klar, das hat natürlich auch so manch einen im Nachhinein ausgebremst. Aber wie gesagt, ich fand es schön, dass gerade die jetzigen Aktionäre sich auch nicht mehr allzu viel dementsprechend verschrecken lassen durch Kursturbulenz. Nein, da wartet man dementsprechend ab und man investiert vor allen Dingen so, wie ich es gerne halt eben auch über meinen MKK-Dienst immer nach draußen proklamiere. Ja, da ist man halt eben auf Nachhaltigkeit, auf längerfristigen Vermögensaufbau drauf und dran halt eben sich hier zu positionieren. Und das ist ja genau der Weg, den ich Ihnen immer wieder, ob nun hier von der Börsengalerie oder auf den einzelnen Börsentagen, auf den Messen oder halt eben auf Spezialvorträgen versuche, näher zu bringen. Das heißt also, Sie liegen ganz klar voll im Trend. Das wollte ich Ihnen heute dementsprechend mal gesagt haben. Wollte Sie weiter ermutigen, Aktionär zu bleiben oder halt eben auch ganz klar Aktionär zu werden, um halt eben Ihren Vermögensaufbau ordentlich zu planen, um für die Altersvorsorge ein bisschen was ranzuschaffen, damit Sie mehr haben als halt eben gerade jetzt und dementsprechend dann auch in Ruhe in Rente gehen können. Ja, vor allen Dingen die Zahl der Aktionäre in der Altersklasse von 14 bis 39, die hat auch noch leicht zugelegt. Also genau die Klasse, die ich natürlich auch immer wieder gerne um mich herum als Gast sehe. Also vor allen Dingen die jüngere Generation muss ja angesehen
angesichts, wie gesagt, sinkender gesetzlicher Renten stärker jetzt noch für den Vermögensaufbau sich kümmern und vor allen Dingen sich bemühen. Aber das DAI, wie gesagt, Deutsches Aktieninstitut, bringt da immer wieder die neuesten Statistiken heraus. Und ich war froh, die heute zu bekommen, weil auch die hat mich ganz klar ermutigt und ermuntert, weiter zu Ihnen zu sprechen, weiter meinen Vermögensaufbauplan an Sie weiterzureichen und vor allen Dingen weiter positiv bullisch zu sein, dass eine längerfristige Anlage in Aktien als Sachwert de facto für Sie tatsächlich alternativlos ist. Ich danke Ihnen für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Da werde ich Ihnen sicherlich mal wieder eine Aktie ins Gepäck reinlegen. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie wachsam.